Es war ja noch kürzer auf die ersetzt die Demo. Oh, fertig. Verkackt. Durch. Spiel erledigt. Okay. I'm so confused. Why am I living this hell? I don't understand. Everything is so confusing. It feels like I'm stuck in this place. This girl, so. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Gaming for Life und wir bringen euch jeden Tag aufs Neue die Leidenschaft für Horrorspiele näher. Und heute haben wir ein, naja, ich sag mal das neue Meisterwerk von Raphael Brasa. Den meisten ist euch der Name wirklich ein Begriff für nicht ganz so qualitativ hochwertige Games, wobei das, finde ich, an dem Punkt jetzt sehr, sehr gut aussieht. Ich habe auch die Demo zu dem Spiel gespielt, die im Übrigen irgendwie komplett anders war als das, was wir hier heute zu sehen kriegen. Wer Interesse hat, in die Demo nochmal reinzuschauen, das lohnt sich, die findet ihr hier oben. Klickt da mal rein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal vollkommen unvoreingenommen in dieses Game. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Stöhn mich nicht an. Ja, okay. Es ist ein Raphael Brasa. Oh. Weg. Oh Gott. Warum muss das denn immer so intensiv sein? Krieg Ohrenschmerzen. Ah gut, ja, in der Zelle sind wir in der Demo zwar auch aufgewacht, aber viel weiter werden wir jetzt hier nicht kommen. Können wir das ausschalten? Oh, wir können reinzoomen. Okay. Examen? Nee, ich. Nee, so in so. Cool. Ah. E-Read? Oder put away? Okay. Read. Also, es sagt mir, da gibt es nichts zu lesen. Good old days. Okay. Es ist so dunkel. Es ist so dunkel, dass ich nicht mal sehe, was da in diesem Schubkasten ist. Read, okay. Fox Hills Daily News. This morning, August 17th, 1982. There was a terrible massacre at the orphanage RIS. So far, the police haven't released any more information, but we already know that the owner of the orphanage, Sarah Morgan, had an outbreak and attacked everyone inside the orphanage, including the nuns who helped take care of the children. We will soon release more information about this terrible event. Und es tut mir sehr leid, dass ich das gerade komplett auf Englisch vorgelesen habe. Ich weiß nicht, was über mich kam. Also, an dem Morgen vom 17. August 82 gab es einen fürchterlichen Vorfall in einem Waisenhaus. Die Besitzerin dieses Waisenhauses, Sarah Morgan, hatte einen Ausbruch und attackierte jeden innerhalb dieses Gebäudes, auch die Schwestern, die helfen, sich um die Kinder zu kümmern. Wir werden bald neue Informationen preisgeben. Okay. Was auch immer da vorgefallen ist. Wie hieß die gute Frau? Mal gucken, ob das wichtig ist für später. Sarah Morgan. Okay. Hello? Is anybody there? Es ist niemand da. Aber in der Demo haben wir hier irgendwo an so einem Zettel haben wir so ein so zwei Hairpins gefunden, um
Kann ich mal sehen, was da drin ist? Um die Tür zu öffnen. Das ist jetzt hier gerade nicht der Fall. Wollen wir ducken eigentlich? Ja. Es pfeift der Wind. Können wir nicht dieses furchtbare Radio mal ausmachen? Jetzt! Da steht jemand. Der, das ist der typische PT-Sound. Hallo? Oh. Sünden. Sünden. Was habe ich denn für Sünden begangen? Ich war auf die Sprünge und Kerze wollte ich eigentlich auch mal. Das können wir auch nicht mehr nehmen. Eigentlich gab es mal eine Kerze, die wir anfassen konnten. Es ist so dunkel. Ich sehe nicht, was da steht, ne? Soll ich mich jetzt mal hier rauslassen, bitte? Hallo? Was soll ich denn tun? Kann ich das da essen? Das sind Instant-Nudeln, aber ohne Wasser ist halt schlecht, ne? Ah! Was war das jetzt? Was war das? Ich will jetzt hier raus, bitte. Ich fühle mich hier drin nicht... Da steht jemand und malt. Ich kann aber nicht dicht daran. Okay. Es war ja noch kürzer auf die Idee, als die Demo. Oh, fertig, verkackt. Durch, Spiel erledigt. Okay. Ja, meine Lieben, das war Indicted von Rafael Braza. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude an diesem Spiel, genauso wie ich. Oh, ist der immer so laut sein muss. Ja, also... Wenn ich es leise, da steht einer da hinten da im Wald. Wenn ich es leiser mache, höre ich alles andere nicht mehr, ne? Aber die Effekte, die sind so laut, das ist Wahnsinn. Oh wow! Ich dachte, unser Game spielt sich da in dieser Zelle ab. Okay, ich muss mich erstmal. Ach, da ist unser Telefon. Hallo? Good evening, my friend. Ah, good evening, Sam. I have a special case for you. A girl went missing near the old RIS. You're the only one who can find her, Arthur. I left some papers about the place in your office. Orphanage RIS? Oh, of course, my friend. I will help you in this case. Rest assured. I'll investigate the place. Ah, you're the best. Just be careful, alright? Don't worry about it. Just leave it to me. I'll see you, Sam. See you, Arthur. Also das Voice Acting ist gar nicht so schlecht, ja? Ich überlege jetzt mal, wer sagt, die Old Orphanage, also ist das nachdem der Vorfall da passiert ist oder ist das bevor der Vorfall da passiert und es passiert erst noch? Das wissen wir jetzt gerade nicht.
Okay. Oh, ich kann aber alles anfassen. Was ist denn das für ein Geräusch? Ja. Gut. Irgendwas, was wichtig ist, was wir mitnehmen müssen? Fox Hills Police Investigator, Name Arthur Connor, 27 Jahre alt. Ach, das sind wir. Okay. Put away? Nö, eigentlich müssen wir ihn auch mitnehmen, oder? Fernseher, kann man nichts machen? Ach, guck mal hier. Okay. Das ist anscheinend das Mädchen, was verschwunden ist. Ah, okay. 17. August 82, das ist das, okay. Gegründet Januar 1935. IRS ist das größte und wohl bekannteste Waisenhaus in der Stadt von Fox Hill. Es behaust dort mehrere Kinder. Seit der Eröffnung seit der Eröffnung ist es vorgekommen, dass es mehrere Berichte gab über Kindesmissbrauch und Gewalt. Viele verschiedene Kinder sind von dem Platz verschwunden ohne eine Erklärung. Miss Sarah Morgan, die Gründerin des Waisenhauses, wird überwacht, nachdem es so viele Fälle vom Verschwinden gab. Okay. Sarah Morgan, Gründerin von dem IRS-Waisenhaus. Sie leitet den Platz. Nach mehreren Vorwürfen gegen diesen Ort, streitet sie alles ab und sagt, dass das Waisenhaus sicher ist für Kinder. Wir möchten einfach nur Gerechtigkeit. Sie muss Antworten geben für die ganzen vermissten Kinder. Etwas ist an diesem Patch unglaublich falsch. Gott helfe den Kindern. Okay. Warum sind hier so viele Fliegen in meinem Haus? Da ist noch was? Astralherl. Das Buch Astralherl wurde aus dem Museum gestohlen. Das Buch wurde von Frank Thumboth porträtiert und geschrieben und porträtiert seine Vision der Hölle. Ja gut, okay, das wollen wir uns nicht angucken. Okay, hier ist noch was. Sollte es das Waisenhaus sein? RAS. Ja, okay, das ist das Waisenhaus. Gut. Können wir los? Die Tür können wir nicht öffnen. Ja. Was ist das hier? Achso, da geht's raus. Haben wir nicht mal irgendwie eine Taschenlampe oder irgendwas, was wir mitnehmen in solchen Fällen? Errungenschaft freigeschaltet. Dark. Ja, eine Taschenlampe oder so wäre mal super. Sehe ich jetzt hier aber nirgends. Ach, ich nehme die mit und stecke die dann vor Ort ein. Die Steckdose. So, cool. Ach, das klingt immer, wenn wir uns irgendwas genauer angucken, okay? Die Pillen würde ich gerne mitnehmen. Supplement Facts. Aber was sind das für Pillen? Steht nicht drauf. Calcium. Keine Ahnung. Oh. Shaun of the Dread. Okay. This Beautiful Space. Okay, hat doch einiges an coolen Büchern da, der Mann. Gut, na dann gehen wir mal raus. Vielleicht haben wir eine Taschenlampe im Auto. Ich weiß gar nicht genau, wie lange das Spiel geht. Es soll so an die 3 Stunden gehen. Ich bin mal gespannt. Also ihr bekommt davon auf jeden Fall mehrere Teile zu sehen.
Ich habe schon wieder gar nicht geguckt, wann ich angefangen habe, seht ihr? Ja, okay, gut. Halbe Stunde können wir jetzt locker noch machen. Finde ich diesen Bildschirm ganz cool eigentlich. Der sieht echt gut aus. Ich brauche aber lange zum Laden. By the way, hat das Spiel 8 Euro gekostet, ja? Also legitim mehr als seine anderen Spiele bisher, ja? Was habe ich von... Ich habe schon mal ein Spiel von ihm gespielt. Irgendwas mit Butterfly oder so. Ich weiß es nicht. Ich verlinke euch das hier oben nochmal in der Infokarte. Das war so bei die quinschigsten Spiele, die ich jemals angefasst habe. Könnt ihr nochmal reinschauen. Gut, also wir haben aktuell keine Taschenlampe. Ah! Sehr schön. Flashlight. Ich kann sie aber nicht ein- und ausschalten. Das macht, entscheidet er sich selber. Okay, gut, von mir aus. Dann schauen wir mal. Wir sind schon in dem Waisenhaus. Ich weiß. Hat einer die Kerze ausgepustet? Also ich weiß jetzt ja auch nicht, ob das... Ist es jetzt vor dem Vorfall oder danach? Kann ja durchaus im gleichen Jahr sein, aber so wie das aussieht, ist das nach dem Vorfall wahrscheinlich, ne? So wie das wirkt. Die Atmosphäre ist schon mal gar nicht so schlecht. Muss man jetzt mal so sagen. Man kann auch ganz vernünftig und cool durch den Türspalt gucken. Aber wir kommen da nicht rein. Okay, aber das war ganz cool gemacht eben. Oh, das Spiel speichert automatisch. Das ist auch sehr schön. Also, ich will da in einem Waisenhaus aufzuhängen. Naja, gut, dieses Kinderbild ist okay. Da was Sinnvolles drin? Nö. Okay, die Demo spielte sich komplett nur in dieser Gefängniszelle ab. Also wie gesagt, darum, guck da oben nochmal rein. Das war wirklich anders als das hier. Das finde ich gut. Halloween Night. Ah, okay, 1954. Eine Halloween-Nacht. Okay. Möchte mich auch wirklich mit dem Spiel beschäftigen. Ich möchte ihm wirklich eine Chance geben, ja, nachdem ich mich über das, was ich von ihm zuletzt gespielt hatte, wirklich so lustig gemacht habe. War das eben schon da? Oder habe ich das nur nicht gesehen? Bretter hier abrupfen? Nee. Sophie? Stand da gerade jemand? Können wir hier rein? Wir können hier nicht rein. Wer ist Sophie? Two levels for crouching. Moment, gut, dass er mir das sagt. Das wusste ich nicht. One, jump, okay. Prone, was ist prone? Weiß ich nicht. Zoom, fire, reload, crouch, left control. Ah,
Moment. C. Achso, so gehen wir nur in die Hocke. Ah, Moment, wartet mal. C. Ja, okay, komme ich trotzdem nicht tiefer. Okay. Aber das wird vielleicht noch interessant. Gut. Ah, das ist die Tür, wo wir nicht reinkamen. Hä? Was versucht er denn da? Keine Ahnung. Ach so, hier, guck mal. So kommen wir nämlich nicht runter, aber wenn ich jetzt C drücke. Ah. Aber entdecke ich jetzt hier mehr, als wenn ich jetzt nicht da reingekrochen wäre? Ich weiß es nicht. Das ist immer ganz interessant, aber okay, gut. So. Bevor wir jetzt hier weitergehen. Und da bin ich jetzt gekommen, ne? Ja, da ist nämlich noch ein offener Durchgang. Milch. Okay. Hübsch. Einfach nur hübsch. Ach, hier ist zu Ende. Dann kann ich... Was ist das? Da ist der Busch hier reingewachsen, okay. Gut, dann brauche ich ihn nicht mehr zurück. Das weiß ich dann schon mal. Hier was öffnen? Nee. Das Spiel ist trotz Taschenlampe sehr dunkel, aber schon tausendmal besser als die Demo. Es donnert draußen. Mensch, Raphael Brasa, bis jetzt hast du ja... Ich bin positivst überrascht, ganz ehrlich. Ach, da ist was. Februar 1975. Viele Kinder ohne Zuhause haben ein neues gefunden im RAS. Mrs. Morgan, sie ist 62 Jahre alt, betreibt diesen Platz. Oh, da ist ein Schlüssel. Okay. Brauchen wir den jetzt, um hier reinzukommen? Das weiß ich ja nicht. Das sagt er mir jetzt leider nicht. Gehen wir mal zurück. Moment. Ob hier irgendwo eine Tür war, für die wir hätten einen Schlüssel benutzen können, wie die hier zum Beispiel. Ja. Dann gehen wir das erstmal hier rein. Ach ja, guck mal, deshalb hat er uns das gesagt. Aber hier sonst nicht. Macht das jetzt Sinn? Also, weil wir uns vielleicht verstecken müssen, oder? Welchen Sinn macht das? Ich hab's, weiß es noch nicht. Ah, das ist sie wahrscheinlich, oder? Aber besonders freundlich schaut sie ja nicht dran. Was? Zünde drei schwarze Kerzen an? Ist das jetzt meine Aufgabe? Ja, aber womit denn? Zünde drei schwarze Kerzen an. Womit soll ich die anzünden? Mit Spucke oder... Was soll ich... Ich habe doch... Habe ich ein Inventar eigentlich? Ja, oh, ich habe ein Inventar. Zünde drei schwarze Kerzen an. Aber dafür bräuchte ich ja mal ein Feuerzeug oder ein... Streichhölzer wenigstens. Wir müssen Feuerstein. Aber irgendwas bräuchte ich dafür. Also hier ist eine schwarze Kerze in diesem Raum. Krauchen wir nochmal hier drunter durch. Vielleicht
Finden wir ja hier irgendwas, was uns nützlich ist? Nee, sieht aber nicht so aus. Gut, also hier ist schon mal eine schwarze Kerze. In diesem Raum. Ach, von hier sind wir gekommen, ne? Ja, gut. Dann müssen wir gucken, wo die anderen schwarzen Kerzen sein sollen. Macht das einen Unterschied, dass ich dann hier durchkomme? Nee, okay. Schwarzen Kerzen sieht man auch so extrem gut hier im Dunkeln. Gut, also da bin ich zurückgegangen. Die Tür konnte ich damit aufschließen. Jetzt geht's. Moment. Hier. Ging es weiter. Hier war ich noch nicht drin. Ne? Nee. Ich glaube nicht. Bisschen Musik hätte das Ganze noch ein bisschen aufgelockert, finde ich. Können wir uns auch nichts angucken? Was ist denn hier in diesem Raum? Weil den Schlüssel hatte ich doch woanders gefunden. Der war doch nicht hier. Okay, also hier ist irgendwie nichts. Ja, wie gesagt, Feuerzeug oder irgendwas wäre mal super. Weiß nicht, welchen Sinn das hier macht. Also wenn jetzt hier noch eine schwarze Kerze versteckt wäre, ne? Oder so. Oder wie die Feuerzeuge. Oder Streichhölzer. Aber hier ist nichts. Gut, dann suchen wir uns. Schauen wir uns hier jetzt einfach mal noch ein bisschen um. Irgendwo muss ja noch was sein. Irgendwas muss es doch hier zu finden geben. Spiel hat auch leider keine Gamma-Einstellung. Genau, hier war der Schlüssel. Hier hatte ich den gefunden. Gut. Nein, vielleicht. Nee, dann kommen wir hier trotzdem nicht durch. Es macht keinen Unterschied. Kann auch an dem Schrank hier nichts öffnen. Ja, es klickt's an, aber es passiert nichts. Ich hätte ja wenigstens erwartet, dass ich in dem Raum entweder noch eine Kerze finde oder wenigstens ein paar Streichhölzer. Oh, guck mal. Habe ich nicht gesehen. Ich habe eine alte Sicherung gefunden. Okay. Und noch ein Bild. Januar 1935, bis Sarah Morgan.
hat mit 17 Jahren ihr Waisenhaus eröffnet. Was? Just 17? Okay. So lange hat sie das geführt? Ich habe eine alte Sicherung gefunden. Aber damit kann ich ja keine Kerze anzünden. Okay, den Schrank habe ich gar nicht so für voll genommen. Gut. Ich dachte, aber da stand vorher kein Bett, oder? Bin ich jetzt? Kann es sein, dass ich schon vollkommen durch den Wind bin? Nein, natürlich kann ich die Kerze nicht mit der Sicherung anzünden, aber bei einem Raphael Brasa-Spiel kann man sich da nicht so ganz sicher sein. So, okay. Ja, was mache ich mit der Sicherung? Wir gehen mal zurück. Gucken mal, ob wir hier irgendwo noch was übersehen haben. Wie gesagt, Streichhölzer oder so. Wenn man sie dann erkennen würde, das weiß man ja nicht. Nee, die untere Tür können wir nicht öffnen. Ich habe auch bis jetzt gar nicht darauf geachtet, ob ich schon drei schwarze Kerzen irgendwo gesehen habe, muss ich jetzt fairerweise gestehen. Weil ich ja vorher davon nichts wusste. Das geht immer noch nicht. Oh, ist noch ein Schrank. Ah. Was finden wir denn hier? August 82, RRS Orphanage. Was? Ach so, das war das. Heute gab es ein Massaker im Waisenhaus. Verschiedene Körper von Kindern und Adolescents, das weiß ich nicht, wurden gefunden. Die Körper von 12 Schwestern, die sich um die Kinder kümmerten, wurden auch gefunden. Die Person, die die Leitung hat vom Waisenhaus, Mr. Morgan, und der Rest ist unleserlich. Okay. Okay. Mehr kann ich hier aber auch nicht machen. Gut, das hatten wir bis jetzt noch nicht entdeckt. Okay, guck mal, da ist ein Eimer. Aber auch hier gibt es nichts weiter zu finden. Und raus können wir nicht. Das hätte mich jetzt auch gewundert, ja. Ist das eine schwarze Kerze? Nee. Nee, da können wir auch nicht drunter. Stand da nicht irgendwas von Jump? Wartet mal. Jump. Space. Okay. Macht er aber aktuell noch nicht. Okay, vielleicht kommt das erst später. Ja, nichtsdestotrotz weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Nee, die unteren Türen können wir nicht öffnen. Den Zettel umdrehen. Jo. Der Schlüssel eben war ja schon kaum zu sehen, ja? Wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich hier ein paar Streichhölzer finden soll, ja? In diesem, in diesem Ding. Ja, bei der Dunkelheit. Sophie? Was?
Oh. Wo ist denn jetzt Sophie? Ja, da ist niemand. Was machen wir eigentlich mit der Sicherung? Ja, yes. Nur mit deiner schwarzen Kerze. So. Found John Fire Mouse Left. Welches Fire ja so war mein? Use E. Ja. Oh gut. Nee. Passiert nichts. Okay. Wo setze ich denn diese Fuse ein? Das wäre für mich mal ganz interessant. Weil. Wollen wir da unten was? Nee. Stehst du bitte wieder auf? Danke. Nee, hatte ich ja alle umgedreht. Ist dieser Staubsauger hier? So, ja gut. Was habe ich denn jetzt übersehen? Hey, komm back hier! Hä? Da ist doch gar keiner! Wo siehst du denn da jemanden? Zünde drei schwarze Kerzen an. Abgesehen davon, dass ich jetzt eine schwarze Kerze gefunden habe, aber ich finde auch keine Streichhölzer, wie gesagt, oder irgendwas in der Hinsicht. Was macht er denn da? Kumpel. Ja, das hatten wir nun schon. Schränke hier nicht öffnen können. Nö. Können wir nicht. Was ist denn das da? Also. Ach so, so Alufolie. Hier? Nö. Auch nicht. Eine Kerze mitnehmen, dass ich die andere Kerze anzünden kann. Wäre eine Möglichkeit, ne? Aber. Ach, guck mal. Hä? Okay, egal. Holy shit! Haben wir jetzt Strom oder nicht? Weiß es nicht. Restore the power. Was habe ich doch gerade, oder?
Object complete? Ah, jetzt ist der Strom an. Guck mal. Ach, wie schön. Gut. Was finden wir denn jetzt hier, wo der Strom an ist? Finden wir jetzt ein paar Streichhölzer? Ja, das ist erledigt. Es bleibt dabei, wir sollen die Kerzen anzünden. Vielleicht sehen wir ja auch jetzt erst die Streichhölzer, jetzt wo wir Licht gemacht haben. Okay, wir haben auf jeden Fall Licht. Das Spiel leckt teilweise ganz schön. Ist auch Licht an jetzt? Okay. Bleibt dabei, okay. Hier drin ist immer noch dunkel. Ist da noch irgendwas? Oh, tolles Bild. Oder müssen wir uns hier später verstecken? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Okay, es passiert doch noch was. Ich dachte schon, ich muss euch die Folge ohne Grusel nach Hause schicken. Okay. Ich habe Angst. Bis morgen fängt an, mir Angst zu machen. Manche Killer sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Die Polizei kommt jede Woche hier vorbei. Also der Polizeimann, ich mag ihn. Ich habe ihn gefragt, ob ich adoptieren könnte. Arthur. Ja, das ist mein Name. Das ist sein Name. Mein zukünftiger Daddy, der redet von uns. Wir sind doch Arthur. Eine Kerze. Anstatt die mitzunehmen und die anderen damit anzuzünden, aber gut. Ach doch, rauskommen, wa? Okay. Okay. Dieses eklige Knarzen, ey. Das ist wirklich widerlich. Aha. Mal kurz, was ist das hier? Oh oh, okay. Gut, nee, wir gehen erstmal da lang.
Schränke öffnen? Irgendwie? Nein. Da ist noch so eine Tür. Da wird auch eine schwarze Kerze hinter sein. Behaupte ich jetzt mal. Da werden wir wahrscheinlich auch wieder einen Schlüssel brauchen, ne? Ja, okay. Da wird die zweite schwarze Kerze hinter sein, für die wir immer noch kein Feuerzeug oder ähnliches haben. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Was? Hä? Ich sehe niemanden. Astralhölle, Akt 1. Dieser Akt ist für gewöhnlich das Schlimmste. Da, wo du alle deine Traumata entdeckst. Das Dunkelste, das dir auf Ewigkeit folgt. Du wirst eine falsche Vorstellung der Realität haben. Du wirst intensiv jeden Moment der Astralhölle leben. Nach einer langen Reise, wo du deinen schlimmsten Ängsten begegnet bist, beginnt der zweite Akt. Okay. Gut. Machen wir weiter. Mein Gott, gibt es hier viele Räume, ey. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Achso. Muss irgendwo einen Schlüssel finden, um die zweite Tür zu öffnen. Mein Ausweis. Was auch immer der hier macht. Ich habe einen Hammer gefunden. Was auch immer ich damit soll, aber gut. Wieder diese Instant-Nudeln, die hier überall rumliegen. Da ist eine Kette vor. Ja, was mache ich jetzt? Select Item. Ach so, Use. Ah, ich muss das dann extra... Ah, okay, aber ich kann mir vorstellen. Use. Für was das ist? Aber eine Vorstellung. Man muss seinen Weg wieder zurückfinden. Da war die Tür genau. Ganz zurück. Also, könnten es hier benutzen, was ich nicht glaube. Obwohl das Quatsch ist, weil natürlich könnte ich damit die Bretter zerstören. Aber ich denke mal, das ist für hier.
Gehen die kaputt? Ja! Okay. Gut. Dann durch da. Gott, hier verlaufe ich mich doch früher oder später. Also, irgendwo muss man Ausschau halten, irgendwo muss noch ein Schlüssel sein. Erste Notiz über den Vorfall März 1981. Ich habe den Platz angesehen, bevor ich anfing, ihn zu untersuchen. Ich habe zu dem Besitzer gesprochen. Sie zeigte Anzeichen von Gewalt. Ich habe die kleine Sophie getroffen. Sie hat mich gefragt, ob ich sie adoptieren könnte. Ich gebe zu, dass ich darüber nachgedacht habe. Sie ist ein sehr liebes kleines Kind. Sam hat mich an dem Abend angerufen, um mir zu berichten, dass er einige anonyme Hinweise über das Waisenhaus bekommen hat. Ein weiterer Fall von Missbrauch und Gewalt. Okay. Ach, das ist der Part, wo ich von da durchgucken konnte. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich da irgendwo durch könnte. Nee. Gut. Gott, da geht's nach oben. Ich suche immer noch verzweifelt den nächsten Schlüssel. Heute war ein schwieriger Tag. Miss Morgan hat uns alle schlecht behandelt. Alle außer Sophie. Also alles wegen Sophie, so. Das Mädchen hat überhaupt nicht realisiert, was sie falsch gemacht hat. Sie hat den Schlüssel der Schwestern in die Toilette geworfen. Mrs. Morgan war so wütend. Und wir werden immer sehr schwer verletzt, wenn das passiert. Okay. Ah, das ist wahrscheinlich der Hinweis, wo ich meinen Schlüssel finde. In der Toilette. Ach, hier ist die Toilette. Na, guck mal an. Okay. Eine leere Spritze. So, ich könnte jetzt erst hochgehen. Oder ich könnte... Things are getting strange in this place. Diese Dinge werden seltsam an diesem Platz. Ich gehe aber erstmal runter und öffne jetzt da unten nochmal die Tür. Da muss ich jetzt hier zurück. Also. Was soll das jetzt? Wieso komme ich da nicht durch? Ein blutiger Schlüssel. Ah, okay. Hm. Das reicht jetzt? Ja, okay, sehr schön. Okay, gut. Ah, gut. Gehen wir die zweite
Tür öffnen. Die da wo war. Oh Gott. Ich weiß es nicht mehr. Nee, wo war die zweite Tür? Wo war denn das, wo der Baum da ins Dings wuchs? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Oder war das schon hier hinter? Jetzt muss ich mal gucken. Es tut mir leid. Nee, hier kommen wir direkt in den Raum mit der Treppe. Und ins Klo. Hier war nichts anderes. Nee? Nee, nee, nee. War schon richtig. War schon korrekt. Okay. Ach, je. Hier war es nicht. Welcher Raum war denn das, Mann? Ach, hier, ne? Ja, genau, wo die Tür verschlossen war. Korrekt. So. Dann hier durch. Und hier. Aber. Ja. Bleibt mir fern. Ach, I'm so confused. Why am I living this hell? I don't understand. Everything is so confusing. It feels confusing. Like I'm stuck in this place. This girl, Sophie, she looks so familiar to me. Diese Sprache. It's like I've already experienced something in this place. What are these souls trying to tell me? Er spricht so ein bisschen leicht übertrieben, auch wenn er ein bisschen, ein bisschen schwul angehaucht, ja, was ich jetzt nicht böse meine, aber ja, wenn das jemand so übertrieben halt gestaltet, was ist das? Das kann ich nicht anheben. Jetzt finde ich einmal was Spannendes in dem Schrank, ja? Und dann kann ich es nicht nehmen. Na toll. Ach so, hier sagt er mir das nochmal. Ja, okay, gut. Da heult irgendjemand rum. Gut, meine Lieben. Ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir heute erstmal Pause. Ich fand es bis jetzt gar nicht so schlecht. Ja? Wie gesagt, wenn ihr da oben in die Infokarte geht, könnt ihr euch nochmal das Butterfly-Ding, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Black Butterfly, ich glaube Black Butterfly hieß das Spiel, da seht ihr, was richtig cringe ist. Ja, das hier ist ja im Vergleich dazu schon echt... grafisch wirklich gut, ja. Und, das Voice-Acting, ja, da drücken wir im Moment... Ich dachte, da glotzt was runter. Drücken wir aber noch ein Auge zu im Moment. Ich freue mich, wenn wir uns morgen zum nächsten Let's Play wiedersehen. Macht's gut, meine Lieben. Bis dann und bye-bye.